Es ist mir ein leidenschaftliches Vergnügen und eine unermesslich große Ehre zugleich, Sie untertänigst als Ihr Hofmarschall Rudolf von Schwarzburg durch das Barockfest zu begleiten. Seine Durchlaucht, Fürst Friedrich Anton von Schwarzburg-Rudolstadt, hielt nun zum 7. Male am 13. des Monats September des Jahres 2014 auf seiner Rudolstädter hochherrschaftlichen Residenz Schloss Heidecksburg feierlich Hof und lud seine erlauchten Gäste zu einem großen und rauschenden Fest mit unverwechselbar glanzvollen Illuminationen, barocker Musik, schwungvollem Tanz und allerlei fürstlichen Genüssen ein. Für die Anreise auch in diesem Jahre noch immer äußerst beliebt ist das gefederte Fuhrwerk, also ein von Zugtieren gezogener, gedeckter Wagen. Das feierliche Protokoll hatte wieder unzählige, prunkvolle Amüsements versprochen, weshalb zahlreiche Gäste aus nah und fern sehr gern auf die Heidecksburg kamen. Eine ganz besondere Abordnung an der Zahl ein Dutzend Herrschaften waren in diesem Jahr aus dem fernen Lande Schweiz auf die Heidecksburg gereist, um die Ereignisse des Festes für eine wissenschaftliche Hofberichterstattung in Bild und Ton festzuhalten. Eröffnet wurde das zauberhafte Fest vom Direktor des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg, Dr. Lutz Unbehauen, nebst meiner Wenigkeit. Fürstin Christiane Eleonore von Anhalt-Dornburg, geborene von Zeutsch und ihr Gefolge, erwiesen uns die Ehre und standen uns bei. Das Barockensemble Les Matelots entlockte ihren Instrumenten gar vielfältige Töne und geleitete samt Hofpage und Zofe die Audienzgäste zum großen Festsaal. Seine Durchlaucht, Friedrich Anton, Fürst von Schwarzburg und Rudolstadt, gewährte, nebst Gattin Christine Sophie, geborene Prinzessin von Ostfriesland, im Festsaal allen legitimierten Gästen die Gunst der fürstlichen Audienz. Mein lieber Schwarzburg, vive la vie, vive la joie, es lebe das Leben, es lebe die Freude. Der schwarzburgisch-rudolstädtische Kanzler und Geheimrat Friedrich Christian von Reitzenstein berichtete zunächst von den Ereignissen, die sich am Hofe zugetragen haben. Auf der Audienzliste befanden sich gar hochherrschaftliche Gäste aus dem englischen Königshaus sowie Tanzmeisterin Madame Jutta Voss nebst Tanzeleven. Dem Fürstenpaar boten sie mit musikalischer Begleitung des Barockensembles Buon Tempo ein kleines Tänzchen. Eine Abordnung des vielgepriesenen Hoftheaters aus der Residenzstadt Dresden reiste in diesem Jahr mit 4 Ministern und Gefolge an. Die edle Ritterschaft des Schlosses Heidecksburg zu Rudolstadt erhebt seit Jahren durch Kraft und Ehre des vollzogenen Ritterschlages verdienstvolle Personen in den edlen Ritterstande. Mit dem Ehrenrapier vollzog seine Durchlaucht Fürst Friedrich Anton von Schwarzburg-Rudolstadt die Prozedur des Ritterschlages. Diese hohe Ehre wurde in diesem Jahr dem Geraer Grafikdesigner Monsieur Mirko Albrecht sowie dem Erfurter Metallrestaurator Monsieur Thomas Wurm und dem in Thüringen geborenen Kieler Professor für mittlere und neue Geschichte, Professor Dr. Helmut Griese, zuteil.
Sie sind somit in die edle Ritterschaft des Schlosses Heidecksburg zu Rudolstadt aufgenommen. Umfangreich in Bild und Ton festgehalten wurde das überaus sympathische Moderatorenpaar Katrin Hönecker und Tobias Müller sowie der versierte Barockexperte und Leiter des Schlosses Waldeck im Kanton Solothurn, André Schluchter, von der Schweizer Abordnung für Hofberichterstattung. Vor dem Ende der Audienz trat noch Gustav Adolf Reichsgraf von Gotha in Begleitung des jungen Herrn Karl Christoph von Lengefeld in Erscheinung. Zudem konnte ein Abgesandter aus dem fernen Russland begrüßt werden. Es war einfach fantastisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja die traurige Botschaft bringen müssen, dass Peter III., unser gutes Vetterchen Zar, wurde gestürzt von Orlov. Ja, und seine Eheweib, Katharina kommt ja ursprünglich hier aus der Gegend. Die Großmutter von Katharina ist die Dame von Zeutsch, die Christiane Eleonore von Zeutsch. Das ist Großmütterchen. Edle Genüsse beflügeln Leib und Seele. Der Maestro des Buffets und die fürstlichen Hoflieferanten Genusswerkstatt verzauberten standesgemäß zunächst das Fürstenpaar und anschließend alle Gäste mit wahrlich fürstlichen Gaumenfreuden im Genusszelt auf dem Schlosshofe. So gab es Deftiges und Herzhaftes im idyllischen Ambiente bei Kerzenschein. Musikalische Untermalung vollführten die Hofmusikanten Le Matelot. Wahrhaft amüsante Einblicke in die Sprache der Fächer und eine Flut freudiger Emotionen bereiteten im grünen Salon Tanzmeisterin Madame Jutta Voss sowie Tanzelevin Nicole Ikarius. Begleitet wurden beide Künstler vom Rockensemble Buon Tempo unter der Leitung von Maestro Thomas Schulz. Trefflich amüsante Kurzweil versprach Gustav Adolf Reichsgraf von Gotha im goldenen Salon der Wohnräume in der ersten Etage des Schlosses mit seinem Salongespräch zum Thema Die Menschenliebe Zar Peters III. Und die Warnungen der Mätresse. Mit fieberhafter Ungeduld wurde abermals seit einem Jahr der große Hofball herbeigesehnt. Tanzmeisterin Madame Jutta Voss, Tanzelevin Nicole Ikarius und das Ensemble Buon Tempo ließen den großen Hofball lebendig werden. Konzertantes mit Kompositionen unter anderem von Bach, Corelli, Marey und Otter gab es in der Porzellangalerie zur abendlichen Stunde vom Barockensemble Le Matelot. Den langen Festabend hindurch erhielten im weißen Zimmer vor der Marmorgalerie die edlen Gäste die Möglichkeit, sich vom höfischen Maestro de Silhouette aus Papier kunstvoll porträtieren zu lassen. Edle Momente der Erinnerung an die eigene festlich gewandete Präsenz am Hofe des Fürsten hielt Hoffotograf Andreas Lösche meisterlich im Bilde fest.
Der bereits an Königshäusern tätige Serviettenfaltkünstler Juan Zayas vollführte nicht nur selbst seine Kunst, sondern animierte unzählige Gäste zum Falten gar unterschiedlicher Figuren und Formen. Mit unvergesslich faszinierenden und atemberaubenden Feuerdarbietungen begeisterte vor der farbenprächtigen Kulisse des Schlosses die Gruppe Inflammati unter der Leitung des Maestro d'Artistique Stefan Zafun. Essen ist Leidenschaft, Essen ist Vergnügen, Essen ist pure Gaumenfreude. Einem leidenschaftlichen Vergnügen voller süßer Gaumenfreuden gaben sich die Gäste im Genusszelt auf dem Hofe des Schlosses hin. Der fürstliche Hoflieferant und Meister des Buffets, Maestro Isler, präsentierte nichts Geringeres als Schloss Heidecksburg en Miniature als kulinarische Köstlichkeit. In diesem Jahr lud der große Festsaal ein zweites Mal zum Tanz ein. Dieses wahrhaft fürstliche Tanzvergnügen und die meisterhafte Unterweisung erfüllten die edlen Damen und Herren mit Leidenschaft und großer Glückseligkeit. Und auch die Schweizer Abgesandten ließen sich von der hohen Kunst des Tanzes mitreißen. Viel zu schnell verging wieder einmal die Zeit und das rauschende und prächtige Fest neigte sich dem Ende. Dank gilt allen Gästen, Mitwirkenden, Helfern, Partnern, wohlwollenden Sponsoren und Organisatoren, die dieses Fest zu einem unvergesslichen Höhepunkt werden ließen. Denn dieses Fest, das 7. Barockfest, war gefühlt für Madame und für mich und hoffentlich für euch alle das schönste, allerschönste Barockfest, was wir je auf Heidecks gefeiert haben. Seine Durchlauch bedankte sich bei mir mit purem Gold, trotz unsicherer Zeiten gewiss genug, um die 12 vollen Monde bis zum nächsten Feste zu überbrücken. Zu feierlich später Stunde war ein fulminantes Feuerwerk voller zauberhafter Illuminationen zu erleben. Glanzvoll gezündet wurde es vom fürstlichen Hofsprengmeister Lars Fröhlich. Vivat! Es gibt schon schöne Orte, es gibt wunderschöne Orte. Aber so eine Residenz, die man im Kleid in der Garderobe betreten darf, das ist einfach toll, das ist klasse. Aber das Highlight ist für mich eigentlich das Ganze, dass wir diese Räume betreten dürfen, dass das Schloss die Türen aufmacht, dass wir so uns promenieren dürfen im Schloss drin, das ist für mich das ganz große Highlight. Alles ist schön. Das sind alles Highlights. Alles sind Highlights. Scherenschnitt, Tanz, Essen, alles ist sehr schön. Musik. Wir freuen uns daran.
Das Besondere sind praktisch die Leute, die im Endeffekt sich aus ihrem Alltag herausstehlen und sozusagen wie wir jetzt hier gekleidet dastehen und sich in eine andere Welt wieder mal hineinversetzen können. Und das, denke ich mal, das ist immer wiederum das Besondere. Es war ein sehr schönes, stimmiges Fest, bei dem alles wunderbar harmoniert hat. Wir waren natürlich entzückt von Madame Voss und ihrem Vortrag über die Fächersprache. Aber natürlich waren wir auch von den kulinarischen Genüssen entzückt. Die Musik ist sehr schön, auch das, überhaupt das ganze Programm. Das Schloss ist wunderschön, auch innen, also ist alles schön restauriert. Das ist, man merkt, dass es auch liebevoll gemacht wurde. Also es ist einfach toll, es sich einmal anzuschauen. Die Zeit, ich weiß gar nicht, wo sie geblieben ist. Es war wunderschön. Das Schloss. Und das Schönste war, ich durfte vom Schloss kosten und es war lecker. Das Fest insgesamt vom ganzen Ambiente ist sehr schön. Und ich bin ganz begeistert hier, das erste Mal hier zu sein und das erleben zu dürfen. Highlights, die auch glücklich machen, einzutauchen in eine andere Zeit, in eine andere Epoche. Schon die Ambiente hier im Schloss ist wunderbar, jeder Raum lädt wieder ein, ist eine spezielle Faszination. Also es ist alles wunderbar. Und speziell auch der Tanz, den wir vorher gehabt haben, ist einfach sehr schön, einmal erleben zu dürfen. Ja, besonderes Highlight war das Serviettenfalten. Obwohl ich es nicht mitgemacht habe, aber es sah tolle Figuren und toll, was man aus Servietten machen kann. Ja, ich war sehr gerne da. Herzlichen Dank. Das muss man einfach wieder machen, so schön wie es war, wirklich. Der Direktor des Thüringer Landesmuseums Schloss Heidecksburg und seit Jahren erfolgreicher Ausrichter der Barockfeste in Rudolstadt, Chevalier Dr. Lutz Unbehauen, resümierte voller Begeisterung über das von schwärmenden Besuchern als das authentischste Fest im deutschsprachigen Raum und eines der schönsten Feste Deutschlands, hochgelobte Thüringer Barockereignis. Ja, die Pforten des Schlosses Heidecksburg haben sich geschlossen und die Gäste sind nach Hause gegangen. Insgesamt war es ein sehr, sehr positiver Eindruck. Es war ein rauschendes Fest, es war ein Fest, was sehr malerisch daherkam und bestes Beispiel war die Reaktion des Schweizer Filmteams, die absolut begeistert waren von dem, was wir hier zu bieten hatten, von dem, was sie filmen durften. Und ich glaube, dass sie viele Eindrücke mitnehmen und das ist eine ganz tolle Werbung für die Region, für das Schloss, für Rudolstadt. Ja, dafür, dass wir so ein prachtvolles Barockfest feiern konnten, möchte ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bei denen bedanken, die es überhaupt ermöglichten. Das ist natürlich in erster Linie das Veranstaltungsbüro Dornheim, die die gesamte Regieleistung übernommen haben. Es ist das Team des Museums, die bis in die Nachtstunden hinein gearbeitet haben, gestern als auch heute. Ich möchte mich bedanken bei der Schlossverwaltung und der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, die es uns ermöglicht, dass wir hier in die Räume hineingehen konnten und dieses Fest eben richtig feiern konnten. Und natürlich beim Publikum, denn ohne den Enthusiasmus, den die Gäste heute mitgebracht haben, hätten wir vielleicht gar nicht so ein schönes Fest gehabt. Und ich darf Sie vielleicht für nächstes Jahr schon einladen, beziehungsweise, dass Sie sich einfach das Barockfest vormerken, September 2015.